Schon bald beginnt eine Reise, größer als alles, was je zuvor geschehen ist. Es wird eine unsagbare Saga. Verschiedene Völker vereinen sich und bekriegen sich. Die Reise wird vieles nehmen, aber auch vieles geben. Was in der Zukunft liegt, ist Krieg. Weiß man wirklich so viel über diejenigen um sich, wie man vermutet? Kann man dem Schmerz standhalten? Wenn alte Bekannte und neue Freunde sich verbünden, wird die Dunkelheit gebannt oder wird der Weltenbaum fallen? Eine Reise, die die Freundschaft auf die Probe stellt. Wem kann man in den schwersten Zeiten vertrauen? Seinen Freunden, Fremden oder gar seinen Feinden? Nicht immer werden die Helden als das gesehen, was sie sind. Was vor uns liegt, überschreitet alles Vorstellbare. Ich, wer ich bin? Oh, ihr alle kennt mich. Und ich werde in diesem Krieg meinen Platz im Zentrum einnehmen. Der letzte Kampf wurde gewonnen, doch der Krieg beginnt jetzt. Und damit möchte ich diesen Trailer zur Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 einleiten. Jetzt, wo ich das Video drehe, ich weiß halt noch nicht, wann es rauskommt, vermutlich gegen Anfang Juli. Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Walross Edition 4 beginnt. Eine riesige Saga. Und ich möchte kurz über ein, zwei Dinge reden, die ich geplant habe. Vor allem mit dem Layout des Ganzen. Und zwar beginnen wir mit etwas, das ich in der Spezialepisode nach der Walross Edition 3 angesprochen habe. Die Freundschaftslevel, die ich dort einführen wollte. Ich habe mich letztendlich doch dafür entschieden, sie zu entfernen. Sie sollten tatsächlich auch ursprünglich hauptsächlich für den Plot-Twist dienen, den diese Spezialepisode gegeben hat, der eigentlich erst in der Walross Edition 5 kommen sollte. Von daher habe ich keinen Sinn mehr für sie gesehen und sie rausgenommen. Sie haben einfach nicht genug gebracht. Ich meine, sie hätten vielleicht auch noch ein bisschen was machen können, aber naja. Vom Grundlayout her wird es eine relativ große Veränderung, sage ich mal, geben, die ich durchaus für sehr sinnvoll halte. Wir hatten bisher in der Walross-Edition immer einmal, was bisher geschah, in den Kommentaren, in einem angepinnten Kommentar. Und einmal hatten wir einfach ein bisschen Talk von mir persönlich halt, wo ich einfach ein bisschen rede. Ich habe mir gedacht, dass ich in der Walross Edition 4 und den Nachfolgern diese Position vertauschen werde. Am Anfang jeder Folge werde ich ein kurzes Was zuletzt geschah einfügen, das ins Video auch reinkommt. Ich denke, das ist ganz gut für einige. Ich werde es im ganzen Hörspiel, das natürlich wieder kommt, dann rausnehmen. Aber für die einzelnen Folgen ist es, denke ich, ganz gut, wenn nach ein paar Tagen man dann schön so eine Auffrischung wieder bekommt. Wenn ich irgendwas zu sagen habe, werde ich das dann in den Kommentaren tun. Das hier soll auch nicht lang werden. Es kommt nämlich nur noch ein Punkt tatsächlich schon. Und zwar hatten wir ja in der Walross Edition 3 dieses kleine Fragespiel, wo man dann immer ein bisschen was schätzen konnte. Und am Ende haben die beiden einzigen, die mitgemacht haben, einen kleinen Preis erhalten. Ich werde das nicht nochmal machen, unter anderem wegen dem mangelnden Feedback letztes Mal. Zumindest nicht mit Preis. Es kann häufiger passieren, dass in einer Ecke des Bildes für die Folge eine Frage der Folge eingeblendet wird, die irgendwie sich um die Walross Edition dreht. Wer sie beantworten möchte, kann das gerne tun. Ich freue mich darüber. Und wer es nicht möchte, macht's halt nicht. Es wird nicht jede Folge eine geben, sondern hin und wieder mal, vor allem in Folgen, die sehr atmosphärisch sein sollen, werde ich es vermutlich rauslassen. Zum Beispiel jetzt beim letzten Boss. Dass es einen gibt, ist kein Spoiler, deswegen sage ich das so. Also, das war's im Großen und Ganzen schon. Es geht bald los mit der Walross Edition 4. Ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback. Ich weiß, dass viele von euch sich sehr freuen. Ich,
Ich persönlich muss sagen, je mehr Zeit vergeht, desto überzeugter bin ich selbst von der Geschichte, wie sie letztendlich geworden ist. Ich bin echt gespannt, wie sie euch letztendlich gefällt. Und ich kann euch sagen, sie wird uns wirklich einige Zeit begleiten. Denn von der Länge her ist sie wirklich ein gutes Stück länger als alle Walross-Editionen zuvor. Genauer gesagt, das hau ich jetzt einfach schon mal so raus. Sie ist zumindest von der Seitenzahl her länger als die Walross-Edition 1 und 2 zusammen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wenn ihr dieses riesige Hörspiel nicht verpassen wollt, sehen wollt, was derjenige, der gerade den Trailer erzählt hat, diese ersten Worte, von dem ihr euch vielleicht denken könnt, wer es war, vor allem mit diesem letzten Satz, wovon er geredet hat, dann lasst ein Abo auf dem Kanal da. Wir sehen uns in der Walross Edition 4. Bis dann.